Seekrauts. Hallo World of Warships Fans, willkommen zurück zu dieser Flaschenpost hier bei uns auf dem Seekrauts Kanal, dem Portal um unser gemeinsames Hobby World of Warships. Und wir haben wieder ein paar Themen für euch. Das erste Thema ist diesmal ein neuer Contributor für unser heißgeliebtes Spiel, und zwar Jimmy Die Tulpe, ein Twitch-Kanalbetreiber, der regelmäßig Livestreams veranstaltet. Ja, schaut einfach mal vorbei. Er ist jetzt der neue Contributor, der jetzt zuletzt sozusagen in die Riege der Contributoren geschafft hat. Dann gab es ein paar weitere Informationen, die hier im Juli aktuell waren. Es ging darum, auch das World of Warships Wiki, was aktuell komplett in Englisch vorhanden ist, auch nach und nach weiter ins Deutsche zu übersetzen. Wenn ihr da Interesse dran habt, dann könnt ihr euch hier auch melden und dann damit unterstützen. Da gibt es noch eine ganze Menge zu tun. Findet ihr einfach hier auf der World of Warships Seite. Ich werde diesen Artikel natürlich wieder unten in dem Video verlinken. Einfach auf Wikiguide draufklicken, dann könnt ihr euch da melden. Könnt ihr auch übrigens im World of Warships Forum machen. Da wird auch immer nach Unterstützung gesucht. Ja, wenn ihr sonst noch irgendwie Themen habt, die hier jetzt zum Beispiel in dieser Community Übersicht für Juli fehlen, dann könnt ihr euch auch an Sehalis wenden. Dann wird das vielleicht dann auch mal aufgenommen. So, das war der kurze Überblick, was jetzt im Juli passiert ist. Hier ist das World of Warships Poster, was es übrigens geschafft hat damals, jetzt im Wargaming Office in Prag zu hängen, nachdem sie halt umgezogen waren. Ne? So, dann kommen wir schon zum nächsten Thema. Das nächste Thema ist: Dasha unterstützt die Eagles, also die Adler. Ihr habt selber mitbekommen, die letzten Tage waren nicht besonders erfolgreich für die Eagles, um zu sagen, bis jetzt wurde jeder Tag an die Sharks verloren. Und Dasha hat jetzt ein paar Akzente gesetzt, um dazu ein bisschen voranzutreiben. Wenn ihr doch die Eagles vielleicht mal unterstützen wollt, dann gibt es hier die Möglichkeit, auf Ich will teilnehmen klicken. Ja, und jeder, der darauf klickt, ich will teilnehmen und danach für die Eagles fährt und es schafft, die, sozusagen die Sharks einmal zu schlagen, erhält dann 10 Adlertarnungen. Aber nur, wenn ihr vorher auf diesen Button gedrückt habt. Ja, wenn ihr das sogar zweimal schafft, also das Eagle-Team unterstützt die Sharks zu schlagen, bekommt ihr 3 Adler-Container zusätzlich. Und wenn es 3 Siege wären, dann sogar noch 20 Adler-Marken. Das alles ist in einem begrenzten Zeitraum verfügbar, nämlich vom 6.8. bis 13.8. Da könnt ihr quasi diese Belohnung ja abgreifen, wenn sie denn erfüllt wird, sozusagen, die Aufgabe. Dreimal wäre schon ganz schön krass, wenn man sich überlegt, die Adler regelmäßig um mehrere Millionen Punkte geschlagen werden, obwohl sie schon Bonis bekommen. Dann wisst ihr, dass die meisten Leute bei den Sharks sind. Aber ja, wir oder ich persönlich werde natürlich bei den Eagles bleiben, da ich da auch schon die ganzen treue Bonis zusammen habe und schon 95 Marken und ich will noch ein paar mehr haben. So, World of Warships verbindet ist das nächste Thema. Und ja, ihr wisst selbst, wir hatten vor kurzer Zeit darüber berichtet, ihr solltet eure Geschichte so ein bisschen erzählen, wie begeistert euch World of Warships oder wie seid ihr dazu gekommen, wie verbindet euch das mit euren Freunden, Familie, Verwandtschaft und so weiter. Und hier gibt es schon die erste Story, die kommt aus den USA und da kann man ganz ehrlich sagen, das ist schon wirklich ganz weit gegangen da sozusagen. Und zwar geht es um die Geschichte von Lady Kryptonite und Devious Tyrant. Die haben sich kennengelernt und zwar in der 7. Saison der gewerteten Gefechte, in dem sie gegeneinander gefahren sind. Und Devious hatte dann irgendwie auf Lady Kryptonite so einen Eindruck gemacht durch seine Nachhaltigkeit und seine durch seine Kampfart sozusagen, dass sie ihn in den Clan einlud. Da trat er bei. Nach einer gewissen Eingewöhnungszeit hat sie relativ schnell herausgestellt, dass die beide sehr gut miteinander harmonisieren, haben sich dann privat getroffen und ja, dann hat es relativ schnell gefunkt und jetzt seit kurzem sind sie sogar verheiratet. Also kann man sagen, hier ist quasi eine Mini-Single-Börse gewesen, aktiv gewesen. Ja, auf jeden Fall sind sie jetzt verheiratet und die Basis dazu hat World of Warships geliefert. Das ist doch mal wirklich was Besonderes, was man mal nicht unerwähnt lassen sollte. So, viel Glück euch beiden. Ich hoffe, ihr habt nicht nur World of Warships als Basis, sondern noch in Zukunft auch so viel Freude neben World of Warships.
So, dann geht's weiter und zwar zu einem der polarisierendsten Themen in den letzten Stunden, die Spezialangebote von Wargaming oder World of Warships. Hier gibt's einen Artikel, gebt Dublonen aus und erhaltet die T61. Ich glaube, das ist ein bisschen komisch kommuniziert und viele Leute von euch neigen dazu draußen gleich zu sagen, hier 25.000 Dublonen ausgeben und erst dann bekomme ich dieses Schiff. So ist dem nicht. Es geht hier darum, einen Bonus dafür zu bekommen, wenn ihr in den nächsten Tagen 25.000 Dublonen ausgebt. Diese ganze Aktion startet am 7. August und geht bis 10. August. Und ja, also, wie gesagt, was ist das Ziel? Ihr müsst... Wenn ihr die T61 eine Woche früher haben wollt, ihr könnt die T61 eine Woche später ganz normal am 17. August bekommen. Ja, dann zu den normalen Preisen. Die werden, ich denke, rein erfahrungsmäßig wird das irgendwo zwischen 18 bis 35 Euro liegen, je nachdem, was ihr für ein Paket kaufen wollt. Werdet ihr die am 17. August bekommen. Wenn ihr die eine Woche früher haben wollt, dann müsst ihr zwangsläufig 25.000 Dublonen in-game ausgeben. Das heißt, ihr habt jetzt schon auf unserem Benutzerkonto im Spiel 25.000 Dublonen übrig oder müsst nur noch ein bisschen was aufstocken und gebt diese dann aus und dann würdet ihr halt am Freitag, den 10. August, die T61 erhalten, plus Tarnung, plus Signalflaggen des jedes regulären Typs. Macht das jetzt Sinn oder macht das jetzt nicht Sinn? Ich persönlich habe die Meinung, dass das schon Sinn macht, ja, wenn man jetzt Dublonen übrig hat, und zum Beispiel, so wie in meinem Fall, Premium-Spielzeit zusammen kaufen wollte in den nächsten Tagen, dann kann man das auch mit Dublonen tun. Man kauft Dublonen und nutzt diese dann in-game, um Premium-Spielzeit abzugraden und hat dann schon einen großen Teil der Dublonen ausgegeben. Außerdem habe ich mir noch die Kit gegönnt, die habe ich sowieso schon ganz lange vorgehabt, mir die zu holen. Und damit bin ich dann schon fast auf dem Punktestand gewesen, habe dann noch ein bisschen Free-XP umgewandelt, da waren glaube ich noch irgendwie 1000 oder sowas. Und danach hatte ich die 25.000 Dublonen erfüllt und werde jetzt sozusagen als Boni zu den Inhalten, die ich ja ausgegeben, wofür ich Dublonen ausgegeben habe, dann die T61 on top bekommen. Das ist natürlich für jeden nach seiner Fasson sozusagen, wenn ihr nicht wollt, 25.000 Dublonen ausgeben wollt, weil ihr gerade alles habt, weil ihr keine Sache habt, die ihr gerade irgendwie kaufen wollt, dann macht das auch keinen Sinn, jetzt extra 25.000 Dublonen auszugeben, um das Schiff 7 Tage früher zu bekommen. Das ist ganz klar. Aus meiner Sicht hat es Sinn gemacht, deswegen habe ich es so getan und freue mich jetzt darauf, am 10. August das Schiff zu haben. Es wird natürlich dann auch eine Schiffsvorstellung wie gewohnt wieder bei uns auf dem Kanal geben. Und wenn es die Zeit zulässt, dann werden wir natürlich auch einen Livestream dazu machen. Dazu findet ihr dann mehr bei uns wieder auf der Facebook-Seite und im Discord zum Beispiel, wenn ihr bei uns dabei seid. Ja, wie gesagt, die Aktion gilt 3 Tage lang bis zum 10. August 2 Uhr, also 1.59 Uhr Central European Summer Time. Bis dahin müsst ihr quasi das Geld oder die Dublonen ausgegeben haben. Was wird die T61 wohl auszeichnen? Sie kann verdeckt torpen, sie ist relativ schnell, lädt sie nach, sie ist relativ niedrig entdeckbar, hat natürlich die Hydroakustik, hat als Nachteil, dass sie relativ langsam ist und dass der Nebel nicht so stark ist, so typisch deutsch eben. Ja, da ist sicherlich einer der Nachteile. Aber es soll ein relativ guter Zerstörer sein, die... bis jetzt die bisherigen Rückmeldungen, die man so gehört hat, sind relativ positiv. Also überlegt es euch. Ich möchte euch hier nicht überreden, sondern euch nur darüber aufklären, dass es eben diese Möglichkeit gibt. So, und dann zu guter Letzt zu diesem Thema haben wir hier noch Wartungsarbeiten, die angekündigt wurden. Nicht mit einem separaten Artikel, sondern nur mit so einem kleinen orangen Band oben bei den Nachrichten. Es wird am 8.8. ab 7 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit eine Serverwartung durchgeführt, die 45 Minuten lang dauert. Das heißt, ihr könnt von 7 Uhr bis 7.45 Uhr ungefähr nicht World of Warships morgen früh spielen am 8.8. Und das ist sicherlich nochmal die Information, die der ein oder andere vielleicht leicht mal überlesen kann. So, und dann danke ich euch schon für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass wieder ein paar Informationen dabei waren, die ihr so ganz gut gebrauchen könnt und jetzt vielleicht auch überlegt, ob ihr halt die T61 früher haben wollt oder eben nicht oder zu den Eagles wechselt oder eben nicht. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr zu den Themen denkt und ja, dann sage ich einfach tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Secrets Team, euer Maracha, vergesst halt abonnieren und das liken nicht. Bis dann, ciao, ciao.
Sea Krauts.